Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind gerade noch dabei zu trauern, denn der gute Ivan Mondschein ist gerade gealtert worden im letzten Part. Das ist das Letzte, was geschehen ist und ist dadurch, dass er gekränkt war, gestorben. Also er stirbt an Beschämtheit oder wie es hier heißt, Ivan findet wegen Peinlichkeit sein Ende. Meine ganzen Kinder sterben einfach. Oh Mann. Why? Warum ist das so? Es ist einfach nur bekloppt. Ich sag's euch. Kannst du jetzt wenigstens mal was tun, Alter? So. Er steht nur so rum und denkt sich so, ja. Also der ist gestorben. Gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich meine, wir können natürlich noch mal... Ach, warte. Ich hab vergessen, dass man das erst... Dass man das früher machen muss mit dem Flehen. Och, Mano. Sonst hätten wir ihn vielleicht noch zurückholen können. Aber, ja. Hier sind unsere zwei Boys. Es ist bekloppt einfach nur. Wir probieren jetzt mal die Glasur mit ihr. Und dann kann sie ausziehen. Die so, wow, Party! So, und sie ist gesellig. Dann kann sie nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann aus Familie entfernen einmal. Und dann gucken wir mal, ob wir hier jemanden sehen. Einen Mann am besten. Hier wäre Lilith vor Tor, das wäre natürlich richtig nice, aber die kann ja keinen Sinn zeugen. Wisst ihr was? Wir besuchen Caleb vor Tor. Ich hätte Interesse an einem Vampir-Sim, weil die können nicht einfach so sterben. Der ist auch gerade zu Hause. Dann machen wir uns an den ran. Speichere am besten erstmal das Spiel. Ja, lass dich bitte erstmal das Spiel speichern, genau. Bevor hier irgendwas abstürzt oder so. Dann klopfen wir mal an die Tür. Hi! Bezaubern, vorstellen geht nicht. Aber fröhlich vorstellen. Normal. Ach ja, es ist jetzt ein bisschen schwerer dann auch, wenn sie traurig ist. Aber sie ist schon wieder nicht mehr traurig. Sie ist inspiriert, ja. Da kann man schon easy flirten. So, dann knuddeln die sich erstmal. Und ich kann schon sehen, dass sie sich gleich knutschen. So, yay! Was eine schöne Sache hier, ne? Baby machen, jawollo. Gucken wir mal. Hier ist ein Bad direkt und dann können wir gucken, sind wir schwanger oder nicht. Ja, sind wir. Cool. Dann geht's nach Hause. Dann räumen wir verdorbenes Essen aus und isst was. Der Sensenmann ist noch da. Gut. Kann man machen auf jeden Fall. Dude, du hast den getötet. Was? Warum? Hören Sie auf mit sowas. Badet er gerade in seinem Schlafanzug? Trauriges Gemälde. Ich glaube, das ist das, was sie jetzt gerade braucht. Anders macht eine Phase durch. Ja, ja. Macht mal. Ich würde sagen, sie kauft sich einfach irgendwas zu essen. Level 5. Das können wir noch verkaufen. Und dann kannst du dich auch in die Koje hauen. Es ist Winter. Das heißt, bald ist dann auch wieder Weihnachten. Dann sehen wir Väterchen Frost wieder. Ja. Ich finde das Kugelbad. Es sieht zwar nicht so toll aus, beziehungsweise es sah ja schon mal schlimmer aus, aber... Es ist natürlich besser geworden, aber trotzdem ist es nicht perfekt. Aber ich finde, es ist trotzdem süß, dass die Kinder darin spielen können und so. Also, keine Ahnung. Ich mag das sehr gern. Im Haus ins Inventar ist bestimmt auch wieder richtig viel, was ich verkaufen kann und will und muss. Und ja, schon 7 Teller. Nein, weil er gestorben ist, werden die Sachen... Oh. Stimmt, wir haben den hier bekommen. Jetzt ist die Frage, stellt man den auf oder so irgendwo? Die Idee wäre ja einfach, 2 kleine Schreibtische hinzustellen. Dann haben wir 2. Yeah, dann können noch mehr Leute gleichzeitig an PC. Die Backenfähigkeit levelt man irgendwie voll langsam nur. Level 5. Da können wir doch einiges Neues machen. Das ist schön. Dann back einfach mal weiter noch. Je mehr Essen wir im Kühlschrank haben, desto besser. Ach, dafür brauchen wir das Zeug. Kauf einfach ein bei dem Gemüsehändler hier. Müsste das eigentlich funktionieren? Müsste ich das backen können? Genau. Karottentorte. Möhrenbrot. Obsttorte, wie cool. Und wie immer werdet ihr fleißig lernen. So, auf jeden Fall kann er schon fast gealtert werden. Denn es fehlt nur noch Denken. Ja, nice. Schulprojekte. Einserschüler. Ja, also wir haben zumindest einen Einserschüler. Und Schulprojekte. Das ist sehr, sehr gut. Dann holen wir den Kuchen raus. So. Mal gucken, was aus dir wird. Ein Insider. Und er möchte mixen lernen. Wir warten mit dem Creative Sim aber auf jeden Fall noch, bis er hier sein Level hat. Und dann geht's los. Melody müsste auch bald platzen. Sie ist nämlich schon wieder in Entbindungen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, das hat er schon mal abgeschlossen. Und der macht dann halt noch
Das nächste. Die Wehen haben eingesetzt. Genau jetzt, dein Ernst? 3 Stunden. Meint ihr, er schafft das in 3 Stunden, sein Level noch zu erhöhen? Glaube nicht. Dann gehen wir halt ins Krankenhaus. Pack die trotzdem gemeinsam in den Creative Sim. Ich sehe das nicht ein. Mal gucken, ob wir Vampirkinder kriegen. Stimmt, unsere... Hatten wir geguckt. Wer war denn nochmal das Meerjungfrauenkind? Ich habe keine Ahnung, wie ich das herausfinden soll, to be honest. Ah, okay, ich hab's. Janis ist Dings, aber er ist halt leider keine Meerjungfrau geworden. Das ist ein bisschen schade. So, es geht wieder los. Wir sind bei K und Q. Ich bin gespannt. Ein Junge, nenn ihn Leo. Und noch ein Mädchen wird dann die Rachel. Yay. Wir sind bei 30 Kindern. Oh mein Gott, da war ein Vampirzeichen. Und da auch. Oh mein Gott, wir haben Vampire. So, dann holen wir die Kinder wieder ins Schlafzimmer. Aber das ist schon, es ist schon passiert. Entschuldigung? Ah, wir haben sogar die Wiege bekommen. Cool, das freut mich. Also ist vielleicht doch nur das eine Kind ein Vampir, aber egal. Das ist cool. Du kümmerst dich jetzt nochmal weiter um deine Fähigkeit. Es fehlt nicht mehr viel. Komm. Do it. Er hat's. So, dann. Helfen, Kerzen auszublasen. Für Kyle. Sie hat einen Schneeengel gemacht. Wow. Und du. Wie sieht's groß? Oh mein Gott, was ist mit den Armen? Das sah gerade nicht so gesund aus. Er ist ein Einzelgänger und motorisch begabt. Dann können wir jetzt aber den Creative Sim gehen. By the way, die Folge hier kommt übrigens nur dieses Mal am Mittwoch, denn diesen Samstag bzw. am Freitag kommt an die Uni raus und ich wollte dann halt Samstag direkt ein Video dazu bringen, aber mehr dazu werdet ihr dann das erfahren. Ich denke, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um auch aufzuhören. Ich habe ja beide Parts hintereinander aufgenommen und das ist sehr, sehr viel Zeit gewesen, die ich aufgenommen habe. Mein Akku ist auch fast leer von der Kamera. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt 100 Baby Challenge, aber wieder an einem Samstag. Yay! Bis dahin und tschüss!